Gestern war Pokémon-Montag, heute ist Poké-Dienstag, ja, das heißt, ein neues Booster-Pack Obsidian Flames. Ja, sorry, gestern war es ein bisschen dumm von mir. Ich habe irgendwie zwischendurch meine Aufnahme komischerweise pausiert und ja, deswegen hatte ich gestern keine Verabschiedung im Video, ist aber egal. Es geht ja sowieso nur um die Puls. Ich sage, get rid of Feuerenergie. Oh, Dunkelheit-Energie. Ja, mein Traum ist es wirklich auch mal ein Booster-Pack zu haben, wo zwei richtige Hits hintereinander sind, sodass man ein EX-Pokémon hat und danach vielleicht ein Full Art oder so. Das wäre natürlich nice. Ein Dickda. Ich weiß nicht, ob ich das schon habe. Discard the top card of your deck. Okay, also wenn man die Attacke benutzt, dann muss man seine Karte vom Deck wegtun. Ja, das Bauzel habe ich auch schon oft. Wie gesagt, ein englisches Pack, weil ich hatte auf einer Messe mir ein Booster-Pack geholt und ja, die waren da billiger. Deswegen habe ich dann dazu gelangt und mir direkt welche gekauft. Dolphin auch nichts Besonderes. Auch nichts Besonderes. Oh, ein Psyana. Irgendwie komisches Artwork. Ist jetzt nicht so schön getroffen, finde ich. Aber sieht man auch nicht allzu oft. Ich bin auch wieder gespannt, ob ich wieder einen Cherox kriege oder dieses Jalapeno-Dingen. Bleibt abzuwarten. Ja, Barmelin oder ich weiß gar nicht, wie die Weiterentwicklung von Barmelin heißt. Reversed Holo Lechonk. Wird sich vielleicht mein Neffe drüber freuen. Kann er gerne haben. Aber süßes Artwork, süßes Mon. Dann kommt jetzt das zweite. Mal gucken, ob es wieder ein doppeltes ist, weil gestern hatte ich auch wieder ein doppeltes. Oh, das ist cool. Das ist cool. Ein Full Art Pidgeotto. Also nicht Tauboss, sondern nee, Taubsi, Tauboga. Das ist ein Tauboga. Zweite Entwicklung. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon habe. Ich glaube, ich habe das Taubsi Full Art. Jetzt habe ich das das Tauboga Full Art. Cool. Freue ich mich drüber. Nice. Ein Tauboss wäre natürlich geiler gewesen, weil das hat jetzt nicht irgendwie keine tolle Fähigkeit oder sonst was. Und als letztes. Okay. Ey, ich hab's gecallt, ne? Solche Booster Packs liebe ich halt, ne? Wenn dann ein Full Art drin ist und noch ein EX-Mon drin ist. Und das Ice Q habe ich noch nicht. Discard an energy from this Pokémon during your opponent's next turn. Defending Opponent can't attack. Okay, also wenn du Energie abschmeißt, kann das gegnerische Pokémon im nächsten Zug nicht angreifen. Aber trotzdem, cooles Booster Pack, muss ich sagen. Also die beiden kommen jetzt direkt in meinen Ordner. Da gibt es Schlechteres. Da bin ich sehr zufrieden mit dem Pack. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden mit diesem Video. Verfolgt mich vielleicht, abonnieren, teilen, liken. Ihr wisst, ihr kennt das. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ja, gutes Booster-Pack, würde ich sagen. Also, so kann der Poké-Dienstag gut starten, finde ich. Also, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ciao.